Oh, ich sitze in einem Zelt mit einem Bärenkopf. Alles klar. Hi. Ich sehe auch so aus, als ob ich richtig schwitze oder glänze oder mit Wachs übergossen wurde. Vielleicht bin ich ein Wachsmann. Vielleicht bin ich ein Wachsmannstift. Wollt ihr mal einen Wachsmannstift sehen? Der ist da unten. Könntest du vielleicht hier nicht so dumm rumstehen? Charakter. So, ich muss ja ganz kurz noch zweimal auf mein Handy rumklicken. Consumables, da. Wie viel habe ich jetzt schon wieder genommen? 5 von 7. Alter Schwede. Ja, ist so. Ja, ich habe einen Bären auf dem Kopf. Ist ein Piratenbär, der hat nur ein Auge. Weggehen. Ah, das war doch hier. Wir haben doch hier gehaust, wo uns hier diese Banjo-Rednecks überfallen wollten, ne? Okay, die Maus macht mich fertig, so. Ich hab einen Bären auf dem Kopf und bin viel schöner. Schöner! Okay, gibt es denn etwas, was an der Frühschicht irgendwie besonders kacka ist? Oh, hier ist. Also, ich kenne es halt. Ich kann es halt aus. So ein Einzelhandel überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ja was ganz anderes, so ein Einzelhandel wie bei mir ist. Ich sehe das ja auch nur von außen bei uns. Habe ich eigentlich mit Controller gespielt oder mit Maus und Tastatur? Mit Controller, ne? Was mache ich denn hier? Wo ist mein Controller? Controller! Controller! Schatzi! Will ich in meiner Hand spüren. Controller. Der ist doch letztens runtergefallen, oder? Oh, was ist denn da? Oh, Mini Darth Vader. Also das Kabel ist hier, aber wo ist der Controller? Hab ihn! Er ist da hinten! Kunden laufen in letzter Zeit nur noch rum. Okay. Frühstück ist an der Frühschicht scheiße. Ja, Frühstück ist an Frühschicht scheiße. Ich finde Frühschicht eigentlich voll gut, weil ich dann voll früh nach Hause komme. Muss ich das Spiel jetzt neu starten, weil den Controller nicht sonst nicht erkennt. Ach Mann. Warum hat jetzt Spotify reagiert? Okay, ich muss das Spiel neu starten, sonst erkennt er den Controller nicht. Das ist ja blöd. Ständig Chefs rumturnen. Das Spielchen hat man einfach mehr Freiraum, okay? Ja, das kenne ich auch, so einfach so ein Gefühl von der Arbeit. Und mein, ja. Schwierig. Schwierig, schwierig. Deswegen habe ich auch damals den Job gewechselt, wegen so einem Gefühl, aber das hat auch mehrere Gründe. Also erst war es nur ein Gefühl, dann haben sich irgendwann so
die Sachen rauskristallisiert, wo es herkam, und dann hat es ein Jahr gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, just do it. Höre dem Rufen und geh zu dem Job, wo ich jetzt bin. Mein Chef hat aber auch erzählt heute, gab es ja in ganz Deutschland, soweit er weiß, nur einen Fall, der so schon irgendwie, naja, so ambitioniert teilweise in manchen Sachen war und gut umgesetzt hat, wie ich. Ab zu den Sportlichen. Es fängt schon beim Ostengemüse, mich regt es. Das kann ich mir vor. Ja, okay, ja. Schafwort 8! 8 Krumen Gold! Ja, also auf sowas hatte ich. Ich habe ja damals. Ich habe 2 Praktika im Einzelhandel gemacht. Ich glaube, einmal bei Plaza und einmal bei Penny. Nope. Genau, das ist so. Dieses Ware verräumen. Dies, das, je. Das war alles nie so. Das hat mich da schon gestört. So, da wusste ich, okay, machst du nicht. Das ist ja bei uns ein ganz anderer Einzelhandel. Das ist ja wahrscheinlich auch ein ganz anderer Einzelhandel wie bei Mediamarkt oder bei. Wie heißt dieses neue Toys R Us? Smitty's? Oder so. Das ist ja auch ein ganz anderes Arbeiten, weil du ja einfach ganz andere Waren hast. Wir tauschen hier nur. Hey, haben Sie die Yu-Gi-Oh!-Karte? Dann können wir tauschen. Dann kriegen Sie Apfel und ich nehme Drache mit eiskaltem Blick, okay? Oder haben Sie schwarze Magiermädchen? Nehme ich auch. Ja, und ich bin ja auch nicht direkt im Einzelhandel. Ich bin ja dann auch wieder eher in dieser in dieser Service-Nische mit meinem Personalisierungsgedöns und Fahrradreparatur etc. Ich bin ja auch nicht draußen auf der Fläche und räume Regale ein. Schwarze Magiermädchen, ja, oder wie hieß das bei Yu-Gi-Oh? Nein, das war eine Schwarzmagierin. Also, die hat Feuerbälle gezaubert. Rassismus. Nein, auch Schwarze dürfen Magiermädchen werden. Das ist auch ein verdammt leckerer Apfel, ja? Ja, ich habe auch so. Es gibt so Kunden, mit denen kann ich super gut. Es gibt so Kunden, die finde ich richtig ätzend. Aber da hatte ich damals schon in der Agentur, wenn man mit den Leuten redet und da Kundentermine hat, hast du halt auch deine Kunden, findest du super, und hast du andere Kunden, dann denkst du dir so, Alter. Bist du eigentlich behindert? Lass dich von der Schiebetür da vorne in 2 schneiden. Hier ist ein Guckturm. Hey, du! Beste. You look real, real strange. Each to their own, my friend. Ja. Ja, ich sehe wirklich merkwürdig aus mit dem Bären auf dem Kopf. Muss Anni in die Buchhaltung gehen. So. Da hast du viel mit Zahlen und Ruhe und keiner nervt dich. Nee, das geht. Es gibt ja wirklich ganz spezielle Kunden. Es gibt auch super nette Kunden, die super anstrengend und nervig sind. Das sind meine Kunden Patienten heißen. Ja, aber die kannst du ja einfach betäuben mit Drogen. Falls sie das nicht schon selber getan haben. Wie die 2 kleinen Kifferboys letztens. Offiziell darfst du das nicht. Natürlich darfst du das offiziell nicht. Oh, guck mal, da im Süden ist auch irgendwie sowas wie eine Hütte.
Das ist doch hier, anscheinend wohnen ja irgendwo hier diese inzestiösen Rednecks, oder? Ja. Guck mal, hier ist ein Haus. State your side, sir. North or south? Well, I sure ain't from the south. Lucky for you. Captain Hayden Russell, 29th Amberino Volunteer Infantry. Do you bring news from General Skolik? Who's General Skolik? I'm awaiting orders. We will move on Lemoyne soon and take Saint-Denis from the rebels. Okay. You do know what year it is, right? What kind of question's that? 1862, April 14th. Now move along, civilian, and watch yourself. Johnny Reb's in the area. Johnny raped in the area? Was? Welcher Johnny vergewaltigt hier in der Area? Aber es ist nett hier, er ist so ein kleiner Psycho mit seinem kleinen Nordstaatler-Außenposten. Cop Eye Joe gefunden? Nee. Aber ich habe auch noch den schlumpfen Cowboy Joe gefunden. Der wäre cool. Meine schlimmste Kundin ist und bleibt die Matratzenkönigin. Was ist das für ein Name? Jetzt erklärt sich einiges. Dum dum. Wir wollten. Pilgrim, okay. Was haben wir da drüben? Einfach mal erstmal so ein bisschen die Gegend erkunden und gucken, ob wir noch ein paar verrückte Hillbilly Genpool Spastis finden. Summt ihr hier gerade beim Reiten? Okay, Wildschwein haut ab. Alles klar, tschüss. Okay. Goldener Türgriff. Okay, ist dunkel hier. Hallo. Frisches Gras. Eine Bade. Die haben hier eine Badewanne. Heftig. Und Türen, die alleine zugehen. Super gruselig. Ja, wieso hat das Pferd eigentlich kein Radio? Das hat nur so ein. Das Pferd hat immer nur einen richtigen heftigen Bass. Aber nichts Brauchbares sonst. Guter Brandy. Oh, eine Schatulle? Gut versteckt unter dem Bett. Warum, Fleur? Warum nein? Ja, nope. Oder auf der Arbeit. So, von der Arbeit aus streamen. Wäre auch super. Ich habe letztens so einen Kieler Bäcker gefunden auf Twitch. Das ist super. Der streamt die ganze Zeit aus der Backstube oder wenn er irgendwo unterwegs ist oder einkaufen ist für die Bäckerei. Das ist toll. Nein, war nicht Melvig.
Das war super unterhaltsam, dieser Bäcker, der einfach aus seiner Backstube streamt. Come on now, boy. Hab auch schon mal jemanden gesehen, die haben aus ihrem. Der hat einen Kiosk und dort aus dem Kiosk gestreamt. Mit Skyrim, Penny und Bauhaus? Das klingt interessant. Aus der Backstube streamen? Ja, du brauchst ja nur eine Kamera hinstellen und solche Sachen. Du willst Fleur beim Rechnungsdingskirchen sehen, das wird spannend. Schön, da kannst du mal buchhalterische Tipps hier rausschlürfen. Steht aber vor, das nächste Haus leer. Was soll das denn? Manchmal haben eure Einkaufskörbe Lust auf eine Reise und etwas Neues zu sehen. Ja, Fleur. Und dann so schöne Zeitschiebe-Best-Offs schneiden. Irgendwie sowas. Annisburg. War ich da schon mal? Muss ja. Wahrscheinlich, als ich auf dem Zug saß und kurzzeitig weg war, bin ich einmal hier drumrum geballert. So, wo geht's denn hier weiter mit der Mission? Da. Was, Rhodes ist als nächstes dran. Haben wir hier irgendwo irgendwas in der Nähe? Ja. Emerald Ranch. Von da aus können wir schnell reisen. Prost, guten Hunger. So, Bier auf. Guten Gönnung. Ab, Fleur streamt bald. Lizzie hat jetzt die Katzen der Nachbarin getötet. Na, guck mal, der hat ein Tier gejagt. Und erlegt. Wahnsinnstyp. Hallo. Anni, vielleicht solltest du ja einfach mal in den Schlüppi fassen. Happy to assist you in a moment. How's it going? Be with you momentarily. Rhodes. Have yourself a nice trip. Was? Ich meinte, ihren tollwütigen Waschbären in den Schlüppi stecken. Die seltensten Leute stehen auf dem tollwütigen Waschbären im Schlüppi. Das ist ja nice. Wenn ich Sachen klein habe und sie nee, gar nicht. Der hat jetzt das Refining Level zweimal runtergestuft. Von plus 3 auf plus 1. Naja, noch 200 davon. Ah.
Inroads angekommen. Ist das nicht schön? Auch mal als Passagierzug fahren und nicht als verkackter Räuber, der alles verkackt, weil er zu blöd ist, einen Zug zu überfallen. Luni, später, später. Wir versuchen uns jetzt erstmal kurz ein bisschen an Missionen und dann versuchen wir nochmal das mit dem Zugüberfall, okay? Ich würde auch gerne wissen, wo die... Bang, bang, bang! Wir haben ja jetzt auch Story Compendium. Tiere, Fische, Banden. Wir haben ja jetzt auch hier die... wo sind die hier? Die... Aber die sehen auch echt so aus, als ob ihre Mütter einfach ihre Schwestern wären. Das Pferd war im Pferdewaggon hinten. Die Manfred Boot ist wohl in den 70er Jahren nach Amerika gekommen und hat dort gut gelebt. Die Industrialisierung hat die Familie jedoch zu einem zurückgezogenen Leben in den Hügeln gezwungen. Jetzt lebt die Familie in den Höhlen in Beaver Hollow. Und kommt nur zum Jagen und Plündern in die umliegenden Gebiete und fickt ansonsten immer die Geschwister. Ja, dann sieht man so aus, wenn man nur noch Babys mit seiner eigenen Tante macht. Deswegen waren ja auch bei Game of Thrones die Kinder alle so ein bisschen komisch. Von den einen und der anderen. Das waren richtig klassische Hillbilly-Titten. Ja, mein Stammbaum ist ein Kreis. Dann kannst du wahrscheinlich so Linien noch zwischenziehen. Da ist der Stammbaum schon quasi so ein Spinnnetz. Ja. Weil alles mit jedem und irgendwie doch und ja. Oh, was hier passiert? Besoffener Garten. Hey! Thank you, sir. Der kann nicht mehr gerade gucken. Boss gonna be sore about this tomorrow. You pay good money for what? Probably just a busted wagon. Und ja, bestimmt war nur das Pferd betrunken. Wow, Wahnsinnskunden. Sollen wir jetzt warten, bis er wiederkommt? Oder wir gehen jetzt einfach, ne? Ich glaube, die Fracht will keiner klauen. Na, oh. Schwarzgebrannter. Ja, den nehme ich doch mit. Oh. Ups. Hat er sich da vorne an den Baum gesetzt? Wie Enkelsohn und Bruder eines... Fummelfips, sein eigener Opa, sehr schön.
Don't do this. Ich wollte dich ja nur wecken. Oh, guck mal, er kann laufen. Er ist schlagartig nüchtern. Wahnsinn. Erst seine eigene Lieferung auslaufen und dann hier sagen, ich soll kurz warten, er will jemanden holen, ja, der hier sich mit ihm um die Probleme kümmert und dann verpisst. Fällt einfach am Baum um. Wo ist das denn? Das ist eine rote Scheune. Hallo. Egal, ich reiche jetzt. Da ist unser Dings und da wollen wir jetzt hin. Ja, 20% Akku. Wow, das ist dreist. Manche Leute sind auch sehr... Wow. So, als ob man nachvollziehen könnte. Was ist hier los? Okay. Das müssen wir nachher mal klären. So, wer hat jetzt hier rumgepult? Oh, guck mal hier, spielt jemand Banjo. Ich habe letztens gesehen, wie ein Banjo gebaut wird. Das ist ziemlich cool eigentlich. Oh, ein Brief. Wahrscheinlich, um Vampire jagen zu können. Oh, ist das viel Text. Mein lieber Leonard, das ist... Ja, pack ein. Wow, eine Frau. Titten. Hey, Sadie. Du hast aber ein großes Messer für diese kleine Möhre. So, wo sind hier die Spendenbüchse da? Oh, das ist voll schön hier. Boah, das wird dauern. Ich mach der Frau gleich mal groß ins Zelt. Das findet sie ja bestimmt nicht so gut. Wahnsinn. Etwas mit Schuss.
Echte Feuerkraft, Wurfmesser, Flinten und Gewehrmunition. Kaufen! Wir bauen jetzt hier mal ein bisschen was aus. Die Menge und Qualität der für Arthur verfügbaren Munition hat sich erhöht. Wird der Bestand niedrig, kannst du ihn gegen Bezahlung wieder auffüllen. So, wenn das nicht richtig, außer du kiffst, dann wirst du nicht genommen. Also dir kann ein Bein fehlen, dann wirst du nicht, dann wirst du genommen, aber sobald du hier irgendwie kippst, dann bist du vorbei. Dann kommst du in eine Special-Einheit für geistig verrückte Kamikaze-Flieger oder so, wenn du das machst. Denkt er sich auch so, Problem gelöst. Alexa, stopp. Da war ein Timer am Laufen noch. Das war eine Auktion bei Ragnarok. Irgendwann werde ich mir auch eine M2 kaufen. In so 3 bis 4 Monaten oder nachdem ich meinen Lohnsteuer zurück habe. Ja, Lohnsteuer. Die Scheiße von den 2 Monaten, die mich noch ein bisschen verfolgen wird. Das war echt... Oh. Das wird mal wieder aufhören zu spenden. Ja, mir fehlen ja noch ungefähr 2 Monate Gehalt von Steuerklasse 1 im Vergleich zu 6, die Differenz. Das kriege ich ja erst, wenn ich meine Dingserklärung gemacht habe. Und ich musste mal gucken, ich hatte auch noch nicht so richtig die Zeit, mich mit Elster auseinanderzusetzen, beziehungsweise die Daten zu beantragen, weil ich finde auf dieser Elster-Seite den Link zum Beantragen dieser Daten nicht. Ich finde eine Dings, wo ich mich anmelden kann bei Elster, wo ich mich anmelden soll, muss, was der einfachste Weg ist, um dann... Oh, Sven, dankeschön für die 10 Bits. Ja! Und dankeschön auch für die 100 von vorhin. Das war's doch du, die Konnichiwa-Bitch. Du warst doch die Konnichiwa-Bitch. Ich kenn doch meine Konnichiwa-Bitch. Sieht im dunklen Licht immer so aus. Nächstes Stell für so ein Konnichiwa-Bitch. Ibims, die Konnichiwa-Bitch. Nee, lieber so. Ja, ich war da auf der Seite, dann sagst du es, stand das da so, okay, anmelden, anmelden, anmelden und dann stand da, geben Sie Ihr Dingsbums hier ein. Und ich so, aber ich habe das doch noch gar nicht. Und dann standen da so, ja, mach mal. Und dann konnte ich so, nee, konnte ich nicht anklicken. Werde ich machen, Pflanzi. Ich wollte jetzt aber erst, ich muss ja erstmal dann an Elster rankommen, um, beziehungsweise meine ganzen Zertifizierungsdaten haben, damit ich damit anfangen kann und dann werden Fragen entstehen. Und dann werde ich Fragen stellen. Nee, ich will nichts mehr machen. Hör auf, pfui! Ich wollte jetzt hier, Kontrollbuch. Ich wollte noch ein paar Sachen upgraden mit meinem Bärchenkopf. Dieser Bärhelm ist super eklig. Konnichiwa! 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 Genau, Schweizer. Dankeschön für die 100 Pets. Super. Der ist super zum Hallo sagen auch. Ja, auf Benutzerkonto erstellen, dann hast du 4 Varianten, um ein Benutzerkonto zu erstellen. Du kannst einmal mit so einem Kartenlesegerät, du kannst einmal per irgendwas anderes,
dann per USB-Stick und dann, ich wollte die erste Variante haben mit diesem Brief. Oh ja, so schöner Klingelton. So. Ich habe jetzt verstanden, wie die Auktionen bei Ragnarok funktionieren. Ich habe mir das vorhin nochmal durchgelesen. Boah, Pferdestation, richtig teuer. Reisenden getroffen, der ein altes Boot verkauft. Nützlich. Und mit diesem Klingelton musst du dann einfach bei Dings essen gehen. Beim Asiaten. Brief gibt es nicht. Wie, Brief gibt es nicht? Alle haben mir gesagt, ich kann mich darüber anmelden, dann kriege ich zwei Briefe zugeschickt mit irgendwelchen Daten, die ich da eingeben kann. Und da, aber wenn ich das immer so nachts um 2 Uhr mache und mir das angucke, dann habe ich doch nicht mehr die endlose Zeit und Nerven und Gedöns. Ich werde mir das einfach nochmal während der Arbeit machen. Während der Arbeit habe ich aktuell ein bisschen Zeit. Etwas mit Schuhs. Ja, das kaufe ich noch. You failed to buy Fury in a bottle. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie die Auktionen funktionieren. Es wirkt. Ragnarok-Auktionen funktionieren völlig bekloppt. Es gibt irgendwie einen Artikel, da können dann sich im Zeitraum von 2 Stunden Leute drauf bewerben, das Ding zu kaufen für einen gewissen Preis und dann wird ausgewürfelt, wer diesen Artikel bekommt. Ach komm, hier das Grain wir auch noch ab hier. Arznein. Ist die Frau auch ein? Gehen auch Stiefel? Ja, gleich gehen auch Stiefel. Jetzt haben wir erstmal was mit Schuss. Für Luni. Jetzt kommt das richtig gute Zeug. Wenn Luni richtig Bock hat. Starke Arznein. Die ballern. Und die auch. Die kannst du dann auch ballern nach den Starken. Ach ja. Okay, warum auch immer das da oben jetzt gelb ist. Kaufe ein Boot für das Lager. Einfacher Transport und Zugang zu Angelplätzen. Ich gehe mal eben den Kühen in den Schrank raiden. Okay. Mach ihn nicht kaputt. Ah, das holen wir. Ich habe mein Gesicht kurz gesehen.